Kapitel 4 Der Lehrling. Amicia, werden wir nie wieder nach Hause gehen? Nein, das ist zu gefährlich. Sind die Ratten da auch? Vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich habe Angst, dass sie uns im Dunkeln finden. Bei Laurentius sind wir sicher. Komm. Okay, wir müssen jetzt Laurentius Hof erreichen. Aber schöne Farben, muss ich sagen. Da oben, eine Windmühle. Ist das der Hof von Laurentius? Das hoffe ich. Ich habe noch nie eine echte Windmühle gesehen. Wenn wir vorsichtig sind, siehst du gleich eine. Ja. Jetzt kann ich wieder laufen. Ich dachte schon, ich habe jetzt alles in der Stunde, wo ich jetzt eben was gegessen habe, verlernt. Amicia, da! Das ist einer von denen, die das Haus angegriffen haben. Die Inquisition. Sie sind hier. Böse Menschen. Ganz böse Menschen. Jetzt sind es nur noch halbe böse Menschen. Oh, okay. Das sieht nicht gut aus. Sind die da auch bei? Haben sie das gemacht? Das sind doch nur verdammte Tiere. Sehe ich wie eine Ratte aus? Woher soll ich das wissen? Ich sag dir, mit diesem blöden Kalk werden wir die Nester sicher nicht los. So oder so müssen wir vor Sonnenuntergang hier weg sein. Die mögen die Dunkelheit. Also zurück an die Arbeit. Okay. Ja, das weiß ich noch. Aber wo geht der Typ jetzt hin? Weil wir müssen ja gucken, dass wir ein Stückchen weiterkommen. Aber er muss ja weg sein. So, um den Pfeifenkopf, da kümmere ich mich jetzt. Das ist ein komisches Geräusch. Ja, geh da hin. Und es ist nichts Komisches an diesen braunen in den weißen Blumen. Aber das war jetzt irgendwie nicht ganz so clever, glaube ich, oder? Der ist doch jetzt nicht abgelenkt, oder? Der sieht uns doch. Ach, nichts. Wenn wir jetzt hier rausgehen. Ja. Jetzt verstehe ich. Hat was gedauert bei mir, aber jetzt verstehe ich. Kommen wir hier rein? Amicia, guck mal. Diese Brücke da führt zum Bauernhof. Ja, halt die Klappe, da steht einer. Was für eine Zeitverschwendung. Ich glaube mal eben die ganzen Sachen. Der Großinquisitor sollte uns einfach sagen, was genau er von uns will. Sieht er mich hier? Nö, oder? Kann ich hier... Ich habe hier keinen... Doch, ich habe einen. Nein, das ist ein bisschen zu nah. Dieses Geräusch. Was war das? Ne. Du kriegst uns nicht. So. Das sollte reichen. Noch eine zweite Barrikade und hier kommt keiner mehr durch. Okay. Wir kommen durch. Hat mich das jetzt erschreckt. Da ist ein Loch in der Wand. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Ja. Aber wo sie... Ach, da sieht er das Loch in der Wand. Okay. Los. Nein, bleib hier. Bleib hier, du Idiot. Nein. Ich habe auf die falsche Taste gedrückt. Ich kann jetzt nicht dagegen. Oh, ist nicht wahr, oder? Ich lass dich mal eben sterben. Entschuldigung. Beruhige dich, Kleiner. Jetzt ist es vorbei. Ja. Bitte mach's schnell, weil ich habe die falsche Taste gedrückt. Wir sitzen fest. Nein, tut sie nicht. Ich bin zu groß. Du musst da rein und das Fenster für mich öffnen. Aber sie werden mich sehen. Ich werde sie ablenken. Vertrau mir. Das hat er schon. Und dabei ist er gestorben. Vertrau ihr nicht. So. Jetzt machen wir auf jeden Fall den Stein. Komme ich da oben nicht ran, oder was? Hallo? Ah, jetzt. Was war denn das? Und, mach dich bereit. Diesmal ist er abgelenkt. Los. Lauf! Na gut. Lauf schneller! Mach hin da, der ist nicht mehr lange abgelenkt.
Tja, da ist nichts. Ja, jetzt ich. Ja, ja, ja. Ganz ruhig. Der Typ ist so doof, den verarschen wir nochmal. Schon wieder? Ja, genau. Dreh dich um. Dreh dich um. Los. Geh. Ich brauche ein bisschen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Taste drücke. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier weg. Noch immer nichts. Rein gar nichts. Mal schön vergessen. So, guck mal, da ist noch ein Loch. Da könntest du durch. Kann man hier nicht auf irgendwas werfen? Ach so, Moment, ich habe doch einen Krug, ne? Ja, ich habe einen Krug. Den müsste ich dann mal in die Richtung werfen. Soll der Krach? Ja, ja. Ja, ja, geh nachgucken. Geh, geh. Ich hoffe, da ist jetzt keiner. Oh nein, sie haben den Weg zum Hof versperrt. Sag Senior Nicolas, dass die Straße gesperrt wurde. Personen und Fuhrwerke sollen angehalten und durchsucht werden. Und wonach suchen wir genau? Nach einem 5-jährigen Jungen, Hugo de Roon, braunes Haar, blaue Augen. Reden die von mir? Warum? Der Hauptmann der Purpurengarde will ihn lebend? Kaum zu glauben. Hab gehört, das ist ungeheuer wichtig. Senior Nicolas hat seine Befehle vom Großinquisitor persönlich. Also haltet die Augen offen. Oha, vom Großinquisitor, okay. Da unten sind noch Steine, glaube ich. Die Frage ist nur, ob uns das... da ist auch noch einer drin. Oh Gott, nee. Die Frage ist nur, bringt uns das was? Wir müssen ja eigentlich über die Brücke. Vielleicht kommen wir da hinten übers Wasser oder so. Ja, ihr habt sowieso die Augen zu, also versuchen wir es mal da. Ihr seid schön im Schlafen, das ist schön. Vorsicht, da ist eine Wache. Ja, ich weiß, ich weiß. Oh, ich habe keinen Krug mehr. Okay, der geht nach hinten. Könnten wir dann theoretisch da durch? Die Frage ist nur, müssen wir da durch? Da guckt dann oben. Oder könnten wir hier irgendwie am Wasser vorbei? Das ist jetzt die Frage. Weil die blöde Kuh hat jetzt gar nichts gesagt. Ach, da hinten ist noch eine Wache, okay. Kann ich den nicht zufälligerweise kaputt machen? Wenn er sich umgedreht hat oder so. Aber das fällt wahrscheinlich auf, oder? Wir könnten es einfach mal probieren. Nein, können wir nicht, weil ich nicht auf den Steinen stehe. Ja, du warst mal eine Wache. Okay, die Frage ist nur, wo müssen wir hin? Aber macht nichts, wir gucken einfach mal. Den können wir auch direkt mal ausschalten hier. Oder auch nicht? Na gut, dann probieren wir es mal von hier aus. Ach, Moment, das geht nicht, weil er gepanzert ist, ne? Ja, verstehe. Aber da ist was, was ich haben will. Guck jetzt nicht hier rüber. Okay, ich habe schon genug Alkohol. Ich bin schon leicht angetüttelt. Ja. Muss ich denn überhaupt an dir vorbei? Das weiß ich gerade nicht. Ich denke mal nicht. Aber es war trotzdem lustig, eine Wache auszuschalten. Was ist denn hier? Kann man da ins Wasser? Auch nicht? Der Typ hat aber irgendwas Leuchtendes da oben, oder? Ja? Dein Popo leuchtet. So, was machen wir jetzt mit denen? Das ist jetzt die große Frage.
Ihr müsst da weg. Das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. Können wir denn irgendwas hier mit dem Ding machen? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Nö, natürlich nicht. Okay, die Frage ist, gehen die jetzt alle weg, wenn ich da... Aber ich habe keine... Nee, ich habe gar keine... Dings hier. Da war auch keine Vase hier irgendwo, ne? Was ist denn das für ein Ding? Schwimmt doch einfach darüber, Mann. Das ist doch nicht so schwer. Oder kann man... Können die darum? Ja, da ist der Stein, ist da hinten. Hm. Die sind aber auch alles gepanzert. Das heißt, die kann ich definitiv nicht so einfach kaputt machen. Ich denke auch mal, dass ich hier keine... Dings bekomme. Keine gute Ablenkung bekomme, so. Der hat... Moment, da hinten ist aber ein Krug. Du siehst uns nicht, du siehst uns nicht. Also wir können das auf jeden Fall mal eben ausprobieren mit dem Krug, aber ich denke nicht, dass die dann weglaufen. Zumal die das ja da oben auch irgendwie alles komplett gesperrt haben. Da müssen wir jetzt mal schauen. Na, 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 na. Ja, theoretisch käme man dran vorbei. Aber ob die so clever sind, das weiß ich nicht. Also ich kann nur in die Richtung werfen. So ein bisschen sehr nah. Ah, da hinten. Ja, probieren. Ich habe was gehört. Mal nachsehen. Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. Nein, ihr sollt alle nachsehen, ihr Idioten. Der ist dann auch noch so dämlich und kann noch nicht mal darüber da vorbeigehen oder was? Hallo? Okay, also die scheinen da nicht wegzugehen. Das heißt... Nichts zu berichten. Natürlich. Ich müsste auf jeden Fall einen anderen Weg wählen. Das heißt, ich muss auf jeden Fall an dem Typen da hinten vorbei. Genau, start mal wieder so schön auf die Pferde. Okay, naja gut, war ja ein Versuch wert. Wir probieren es einfach mal. Beziehungsweise, ich habe es probiert. Das heißt, das Ziel wird wahrscheinlich sein, den Typen abzulenken und hinten durchzuklettern. Was logisch wäre, weil er ja auch die Vase da stehen hatte, die jetzt weg ist. Haha. Oder? Kommt jetzt immer wieder. Fuck. Ich will meine Vase wieder zurückhaben. Sonst haben wir hier auch nichts, ne? Mist. Kriegen wir denn hier irgendwas anvisiert mit dem Stein? Kann ich den einfach so werfen? Gibt das dann auch Geräusche? Eigentlich nicht, oder? Aber probieren können wir es auf jeden Fall mal. Ich denke aber ehrlich gesagt nicht, dass das funktioniert.
Das Wasser? Hm. Nee, da springt der nicht drauf an. Das ist natürlich ganz doof. Bist du so doof oder tust du nur so? Okay, gleich habe ich keine Steine mehr. Definitiv. Also, dafür hätte ich auf jeden Fall den Krug gebraucht. Und ich, Idiot, habe den Krug jetzt vorne verballert. Ja. Heißt das jetzt, das Spiel ist jetzt unlösbar, weil ich das jetzt vorne verballert habe. Ich krieg nämlich jetzt hier keinen Krug mehr. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Krug für mich? Ich brauche den als Ablenkung für Ihre Kameraden. Das ist doch Mist, Mann. Wo bin ich da jetzt reingeraten? Ist hier vielleicht irgendwas? Hier ist natürlich auch nichts. Oh. Hugo, wir haben versagt. Ich habe den Krug aus Versehen woanders benutzt und jetzt können wir hier leider nicht mehr rum. Es tut mir leid, aber wir müssen dich sterben lassen. Vielleicht setzt sich das Ganze dann nochmal zurück. So, Hugo, los, geh. Bleib hier und kein Mucks. Na gut. Nein, du sollst gehen. Ach, alles Mist, gut, ich kann ihn nicht opfern. Das ist doch doof. Okay, ja, das Einzige, was ich jetzt machen kann, ist mich jetzt selber zu opfern. Das muss ich dann wohl auch mal machen. Juhu. Oh, der kann werfen. Das ist nicht gut. Na los, ich erzähle allen, dass ihr euch wacker geschlagen habt. Lauf, Hugo, lauf! Oh nein! Amika ist gestorben. Aber was sollte ich auch machen? Ich habe da keinen Krug mehr gehabt. So, Steine. Oh, habe ich mich jetzt erschreckt. An den Typen habe ich jetzt gar nicht mehr gedacht. Ich hoffe, die anderen haben das jetzt nicht gehört. Ist der Krug wieder da? Ja, der Krug ist wieder da. Sehr schön. So, dann werden wir das jetzt alles nochmal machen. Diesmal richtig. Wieso hat der jetzt diesmal nichts zum Einsammeln? Das ist Gemeinheit. Das ist eine Frechheit, sage ich dir. War hier nicht auch noch was zum Einsammeln vorhin? Da oder hier draußen irgendwo? So, Hugo. Ich bin deine große Schwester. Das heißt, ich darf Fehler machen. Ich darf diese Fehler aber nicht mehr als ein einziges Mal machen. Das heißt, du musst jetzt darauf aufpassen, dass ich jetzt das Richtige tue. Okay. So, wir klauen uns jetzt das Ding, den Topf, und versuchen ihn jetzt irgendwie abzulenken, dass er nach links läuft. Es ist ja so ein Spacken, der guckt ja nicht so genau nach, was er da eigentlich macht. So, ich habe nur einen Versuch. Ist das jetzt gut, weil das jetzt... Okay, da wird es auch nicht in einer anderen Farbe. Also wir machen es mal dahin. Ich habe da drüben was gehört. Genau. Komm, Hugo, wir müssen uns jetzt beeilen. Los, kletter drüber, schnell. Vorsicht bei der Landung. Ja. Okay, jetzt sind wir hinten. Das hat uns jetzt keinen Schritt weitergebracht, aber wir sind wenigstens hier hinten. Na, das war wohl falscher Alarm. Boah, hat der mich jetzt erschreckt. Aber der sieht uns jetzt hier nicht, oder? Ich hoffe nicht.
So, wir haben jetzt hier noch meine Werkbank. Kann ich denn hier irgendwas machen? Ich könnte was mit dem Beutel machen. Verringert die benötigte Zeit, um mit höchster Präzision zu schießen. Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht. Oder eine größere Munitionstasche. 10 Geschosse. Ja, es würde mir ehrlich gesagt auch weiterhelfen. Wenn ich da mehr Geschosse hätte. Ich mach das jetzt mal einfach so. Das sollte mir die Sache erleichtern. Genau. Wenn wir jetzt nicht wieder sterben, wird uns das die Sache erleichtern. So, wir schauen jetzt erstmal hier. Was habe ich getan? Warum suchen die nach mir? Du hast gar nichts getan. Sie sind die, die etwas verbrochen haben. Werden sie uns wehtun, wenn sie uns schnappen? Sie werden uns nicht schnappen, verstanden? Verstanden. Ich darf immer noch nicht laufen. Ja, genau. Überall ist die Inquisition. Hugo, wo bist du? Inquisition, genau. Hugo, das ist nicht lustig. Hugo, habe ich dich erschreckt? Die Inquisition ist hier, Hugo. Sollen sie dich schnappen? Mach Hugo. Das bloß nie wieder. Na schön. Da vorne stehen sie schon, die Dreckskerle. Wir müssen dran vorbei, Hugo. Ja. Die Frage ist nur, wie kommen wir jetzt dran vorbei? Sie sind hier. Ja, das sagte ich bereits. Glaubst du wirklich, dass er uns vor dem Biss bewahrt? Das ist ein Heiliger. Er wird uns retten. Aber er braucht Senior Nikolas Hilfe. Und unsere. Wir packen alle mit an. Dafür sind wir hier. Wir gucken gerade beide nach links. Hab Vertrauen, Bruder. Schön hey, ruhig. Schweinchen, versteckt euch lieber, es ist gefährlich. Schiebt mich hier nicht weg. So, geh schon mal rein. Wir machen es uns heute Nacht im Schweinestall gemütlich, okay? Hühnerstall, Entschuldigung. So, Moment, da vorne ist auch noch was. Kann uns ja eh nicht sehen, ne? Okay, klauen wir einfach mal den Bewohnern hier die Sachen. Ist ja nicht schlimm. Dann... Ah, da ist direkt ein Feld. Okay, geh da schon mal rein, Hugo. Nein! Na dann. Hugo, beweg dich nicht. Ich habe Mist gebaut. Oh, sie sind überall. Ja, ich sag doch, ich habe Mist gebaut. Ich habe auch keinen Krug. Doch, ich habe noch einen Krug. Okay. Ja, da hinten in der Ecke wäre jetzt noch ein Krug gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zwischendurch noch einen bekomme um den hinten. Aber der läuft ja eigentlich, ne? Guck mal da. Wo kam das Geräusch her? Von da drüben? Nein! Fuck! Muss der Typ jetzt gerade hier rumlaufen? Den habe ich jetzt gar nicht geachtet. Na gut, niemand hier. So. Haha, Vollidioten. So, ich klaue mir jetzt schnell die Sachen. Ich klaue mir nicht die Sachen. Da ist jemand. Lauf! Lauf, Hugo! Lauf! Ich bin gestorben. Scheiße, da stand einer. Fuck. So, da muss ich jetzt erstmal gerade einen Schluck trinken auf den Schrecken hier. So. Ach, das sind Steine. Das ist gar kein Krug hier, okay. Da unten läuft auch noch einer rum. Oha. Okay. Also ich darf auf jeden Fall ins Haus rein
Und die Frage ist jetzt, wenn ich den jetzt ablenke, könnte ich jetzt vorne auch rein. Hey, Schweinchen, versteckt euch lieber. Es ist gefährlich. Ja, schiebt mich nicht wieder weg hier. Hallo. Guck bloß nicht in die Richtung. So, Hühnchen, tut mir leid. Wir waren heute schon mal hier, aber ich hab's versaut. Ich wollte den Leuten nur mal zeigen, wie man hier sterben kann. Und wo alles die Gefahren sind, die auf einen lauern. Das war, glaube ich, alles. So, mal schauen. Wir warten jetzt, bis der Typ nicht mehr guckt. Wieso guckt die da nicht hin? So. Nein, den Fehler mache ich nicht nochmal. Geh weg. Los, kusch dich. Komm, mach. Okay, der ist eh dumm wie Brot. Das ist egal. Oh, sie sind überall. Ja. Das ist... Wir warten jetzt erstmal ab, bis der Typ weg ist. Und dann werfen wir einen Krug darüber. Ja, geh weiter. Was ist das? Was? So, diesmal übersehen wir aber nicht den Typen, der da so ganz groß mit einer Fackel steht, wie ich gerade sehe. So. Ich hoffe mal, dass der nicht zurückguckt. So, bis hierhin haben wir es schon mal. Das ist doch schon mal gut. Da sind Steine. Okay, die Typen könnte ich theoretisch treffen. Ich weiß nicht, ob der Typ mir hier Probleme macht, ob der mich anguckt oder nicht. Der Fackelträger. Ich würde normalerweise sagen, ich gehe da so ein Stückchen rein und treffe die dann von da aus. Ach, der geht gar nicht hier rum. Okay, der geht da hinten rum. Okay. Hey. Einer von uns liegt weiter unten auf dem Weg. Mausetot. Sollten wir ihn nicht begraben? Wurde er gebissen? Ja. Hast du ihn angefasst? Nee. Gut, denn wenn die Ratten dich beißen, wird dein Blut vergiftet. Du kriegst überall Beulen und jeder in deiner Nähe kann sich auch anstecken und sterben. Deshalb nennt man es auch den Biss. Dann lassen wir ihn wohl besser da liegen. Nein. Nicht die Krüge. Ich weiß nur nicht, ob das jetzt taktisch so clever ist, den Typen umzubringen. Hey, was tust du denn da? Was zum Teufel ist passiert? Mörder! Damit kommt ihr nicht durch! Ja, geh mal woanders hin. Los. Bist gleich gar nicht mehr wütend. Irgendjemand da? Nein. Na gut. Das wieder auf deinen Posten zurückgehen. So ist brav. Den Typen haben wir jetzt, glaube ich, nicht aufgeschreckt. Ne? Okay. Da hinten glänzt aber gerade auch irgendwas. Okay, das sind jetzt nur die Rüstungen. Die kann man irgendwie nicht nehmen. Keine Ahnung.
Okay, jetzt wird es allerdings ein bisschen problematischer. Den Typen kriege ich down, das ist nicht das Problem, aber... da hinten kommt noch einer mit einer Fackel. Okay. Ich weiß nicht, ob der eine Typ das mitkriegt, wenn ich den jetzt platt mache. Anscheinend kriegt das nicht mit. So, okay. Hier haben wir natürlich jetzt sehr viel ungeschütztes Gebiet. Ich glaube, der geht sogar bis hier vorne rein. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ne, der stand nur da. Okay. So, der andere dreht sich gar nicht um. Okay. So, streng genommen. Müsste das jetzt aber reichen? Einmal hier so durchlaufen. Sehr gut. So, da ist ein Loch in der Mauer. Die Frage ist nur, ist da jemand hinter? Und ich habe gerade, habe ich nicht rechts gerade auch jemanden laufen gesehen? Okay, dreh du dich mal wieder um. Dann siehst du uns auch nicht. Okay. Wir probieren es mal durch das Loch hier. Sie können uns also nicht mehr sehen? Nein, können Sie nicht. Ja, das will ich zumindest Komm, hoffen. Ich helfe dir. Ja. Zug, was ist da los? Okay. Was heißt das jetzt, dass hier durchkommen oder nicht? Hugo, wir können nicht anhalten. Nicht hier. Ich fühle mich seltsam. Halt durch. Du kannst dich ausruhen, sobald wir bei Laurentius sind. Mein Kopf. Er tut so weh. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Hugo. Was würde Mama tun? Mir Medizin geben. Ich kann dich tragen. Wenigstens das. Los, hoch mit dir. Okay. Kann ich auch laufen? Na schade, das kann ich nicht mit ihm. Irgendwie kann ich gar nichts Schnelles Mama mehr machen. Mama sagt, dass ich nicht aus dem Haus darf. Ich weiß. Bestimmt fühle ich mich deshalb nicht gut. Du bist nur erschöpft. Sie fehlt mir. Immerhin durftest du sie sehen. Hm? Ach, nichts.